Ja, was ist? Entschuldigen Sie, da ist der Meinrad da. Frau Meinrad, soll reinkommen, ich schon gewartet auf ihn. Rein! Grüß Gott, Herr Meinrad. Kleines Moment dann noch. Gleich sind wir dran, gell? Sie können jetzt schon Platz nehmen, Herr Meinrad. Ich muss nur noch hier schnell meine Sache versorgen. So, händen wir das. Meinrad, Helmut, Jahrgang 44, arbeitslos gemeldet seit. Oh, Herr Meinrad, wir müssen aber auch bald Abschied nehmen, gell? Sozialamt übernimmt Sie. Ah. Was haben wir da noch? Ja, was ist jetzt das, Herr Meinrad? Wir haben ja ein kleines Jubiläum heute. Ihr 50. Psychle bei mir hier. Gerade heute auf der Tag. Haben Sie das gewusst eigentlich? Hätten Sie mir vielleicht sogar ein kleines Präsentle-Überraschung mitgebracht, Herr Meinrad? Ja, das ist, war auch nur ein Spaß, nicht wahr? Ja, und ich sehe gerade, Sie haben nicht ein einziges Mal unentschuldigt gewählt, Herr Meinrad. Sehr brav, muss ich sagen. Und außerdem, Ihre Hausaufgabe haben Sie abgegeben letzte Woche. Einwandfrei. Die Bewerbung zum ersten Mal ohne Tippfehler. Herr Meinrad, was sagt's denn? Nicht wahr? Übung macht den Meister. Tippen Sie mir bitte noch einmal sauber ab, Herr Meinrad. Dann machen Sie mir ein kleines Rändle. Sagen wir sauberes Rändle, 4,5 cm beidseitig beim Lebenslauf, 5,5. Nicht wahr? Freut sich der Arbeitgeber. Ja, so, da könntet man eigentlich Schluss machen. Halt, neu, halt, 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 Moment mal, Herr Meinrad. Hier, Einführungskurs EDV für Senioren. Sagt Ihnen das was? Auf das Antragsformular warte ich seit 4 Wochen. Das geben Sie mir ab, das möchte ich, dass Sie den Kurs noch mitmachen, Herr Meinrad. Ja, aber jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen was Persönliches. Herr Meinrad, ich hätte Sie ein bisschen vermisst bei unserem Wochenendseminar Positives Denken und Persönlichkeitsentwicklung. Ich hätte mit Ihnen gerne mal ein Viertel getrunken, Herr Meinrad, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mit Ihnen angestoßen, dann war es auf Ihr 50. Zügle. Ich bin kein Unmensch, Herr Meinrad, und ich muss Ihnen sagen, Sie sind mir in der Zeit schon ein bisschen ans Herz gewachsen, nicht wahr? Wie sind Sie? Herr Meinrad, es ist so, vielleicht müssen Sie, aber verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, vielleicht müssen Sie ein bisschen härter mit sich selber werden. Herr Meinrad, Sie sind doch ein Mann. Nicht wahr? Sie sind ein Mann, Herr Meinrad. Gucken Sie der Situation ins Auge, nicht wahr? Und dann sagen Sie sich so, jetzt zieht mir einen Schlussstrich unter das bisherige Leben. Gebet uns einen Ruck. Oder? Und, Herr Meinrad, wenn's beim ersten Mal nicht klappt, das ist normal, nicht wahr? Da lassen wir den Kopf nicht hängen, da wird's normal versucht. Positiv denken, Herr Meinrad, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Oh, Herr Meinrad, jetzt haben Sie mir aber gescheit rausgebracht hier.